Ja, danke. Danke dir für deine Zeit und vielleicht hören wir uns dann nachher nochmal hier dann. Hoffentlich nicht zu früh. Ja, hoffentlich nicht zu früh. Viel Erfolg. Danke. So, damit haben wir also das erste Sprintrennen hinter uns gebracht. Jetzt geht es natürlich, das müssen Sie wissen, liebe Zuschauer, gleich in umgekehrter Reihenfolge ins Hauptrennen. Das heißt, die ersten werden nein, umgekehrt, die letzten werden die ersten sein, natürlich. Und somit wird gleich damit geht es also jetzt gleich ins Hauptrennen und im Hauptrennen heißt es dann natürlich umgekehrte Reihenfolge. Und somit wird gleich, wir sehen das, wir werden es auch gleich sehen in der Startaufstellung. Da muss gleich kurz dann die Reihenfolge nochmal angepasst werden. So, also das Hauptrennen jetzt gleich wird 40 Minuten lang sein. Wer mit harten Reifen fahren würde, müsste keinen Reifenwechsel machen, müsste keinen Boxenstopp machen. Wer allerdings die weichen Reifen nimmt, hat auf jeden Fall einen Pflichtstopp zu absolvieren. Das hat einmal natürlich den Grund, dass die weichen Reifen doch so viel schneller sind, dass man ohne Boxenstopp dann einen erheblichen Vorteil hätte. Andererseits hat das natürlich auch einfach den Sinn, dass die weichen Reifen niemals die volle Renndistanz durchhalten würden und man dann am Ende nur noch ein fahrendes Hindernis für die anderen Fahrer wäre. Also insofern muss man da abwägen. Hier sehen wir also den Co-Kommentator von eben Michael Gmelich in seinem Speedweek Opel Vectra, der sich hier nochmal ein bisschen Fahrpraxis holen möchte, bevor das Rennen losgeht. Er hat da jetzt am Anfang nicht gefahren. Es ist für die Fahrer tatsächlich so, dass es wirklich wichtig ist, auch sich tatsächlich richtig warm zu fahren. Das heißt, die meisten Fahrer, bevor es tatsächlich losgeht, drehen auch nochmal ein paar Runden, einfach um die Konzentration aufzubauen, um wirklich warm zu werden, weil es wirklich körperliche Arbeit auch ist, wirklich hier zu fahren, wenn auch keine Fliehkräfte im eigentlichen Sinn da sind, aber das Lenkrad mit seinen Force-Feedback-Effekten, was natürlich auch eine Rückmeldung gibt von der Straße und von möglicherweise auch von den Gegenständen am Streckenrand. Wenn man sie denn trifft, erfordert das schon ein bisschen Arbeit mit den Armen und mit dem ganzen Oberkörper. Und natürlich die Pedalen wollen auch bedient werden. Und insofern nutzen die Fahrer auch wirklich jede Minute, die ihnen bleibt, um nochmal zu fahren, um nochmal die Kräfte zu sammeln, sich zu konzentrieren auf den Punkt, damit gleich für das Rennen auch wirklich alles da ist, was geht.
Es bleiben also noch knapp 3 Minuten für die Fahrer. Im Moment kein besonders reges Treiben auf der Strecke. Wir sehen hier Michael Gehrig, der schon wieder in die Box zurückkehrt. Ach, weiß die? Nein, das ist kein, das ist Dennis, der hier einen weiten Bogen fährt. Verfolgt von der Klostermann. Und da fährt Arne Wach auf der Strecke, sehe ich. Hier sehen wir Force in seinem roten Mercedes, der sich hier auch nochmal ein bisschen ja, warm fahren möchte, so ein bisschen Gummi verbrennen möchte. Er wird gleich im Rennen auf jeden Fall weiter vorne starten, denn er war im ersten Sprintrennen ziemlich weit hinten zu finden, leider. Ist sogar vorzeitig ausgestiegen und wird natürlich dadurch jetzt im Rennen ein bisschen weiter vorne starten dürfen. Und da sind sie alle wieder in der Box und gleich kann es losgehen mit der Startaufstellung für das zweite Rennen. Fahren wir doch einmal noch eine Runde mit Arne Wachem aus dem Cockpit. Wir sehen also jetzt hier eine der ersten ganz, ganz engen, fast Spitzkehren und da berührt auch Arne. Das ist das Klassische, was hier passieren kann. Man kommt zu schnell ran, man schafft es nicht mehr umzukommen und schon berührt man die Mauer. Und das Gleiche wird hier auch passieren, leider. Ganz leicht wird beschiert nur, aber das genügt natürlich schon um eine Runde. Wenn es denn um Zeit geht, wirklich kaputt zu machen, dann läuft auch sofort 3, 4, 10 Sekunden mindestens weg. Er kommt jetzt hier an die erste Schikane, ist auch sehr eng. Und jetzt geht es im vollen Galopp gleich auf eine Kombination aus eigentlich zwei Schikanen zu. Ja, die erste kommt jetzt hier gleich, die erste links-rechts, die eigentlich mit so wenig Lenkern dazu gefahren wird. Und dann muss man noch ein bisschen mehr lenken, die zweite. Und dann geht es weiter auf eine weitere Gerade, die dann wieder natürlich unterbrochen wird von einer weiteren engen Links. Jetzt hier am besten so weit wie möglich rechts bleiben für die nächste. Jetzt hier links rüber. Und da ist er auch gleich schon wieder auf der Startziellinie. Nach
dieser Kurve hier, die letzte Kurve, in der wir im ersten Rennen viele Überholmanöver gesehen haben. Denn hier ist eine gute Position, durch jedes Bremsen sich dann in diesem kleinen Split oder der Insel daneben zu setzen und dann durch das Rausbeschleunigen auf der Langgeraden sich einen möglichen Vorteil zu verschaffen und den vielleicht auch zu nutzen, dann wenn es in die Schikane geht, nach der Start- und Zielgerade. Hier sind wir sehr schön. Hier natürlich zu überholen in die Schikane ist quasi unmöglich, aber vorher oder nachher, da kann man den Fehler von vorne machen, möglicherweise dann ausnutzen. Und das sind wir wieder in der Box. Jetzt sind es noch 5 Minuten, sollten es sein bis zum Rennen. Jetzt muss einmal kurz die Startaufstellung angepasst werden. Und dann können wir uns auf das zweite Rennen freuen, auf das Hauptrennen. Und jetzt begrüße ich bei mir im Channel eine hoffentlich noch bekannte Stimme für euch, die Zuschauer, den Kommentator vom Hungaroring. Viel jubelt. Er ist jetzt, hat es noch geschafft, in die Kabine hochzusteigen, die vielen Treppenstufen zu erklimmen und wird jetzt das zweite Hauptrennen mit mir co-kommentieren, hoffe ich. Simon, das hoffe ich auch, dass ich mitkommentieren kann. Sehr schön, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich für die Einladung. Die Einladung wäre natürlich unglaublich glücklich, es rechtzeitig geschafft zu haben zum Hauptrennen. Ja, denn wir warten auf einen spannenden Kampf. Das erste Sprintrennen war sehr spannend. Es gab einen heißen Positionskampf zwischen Robin Frischkopf, Michael Tröscher und dem Rösti. Ah, wie er sich schimpft. Schön. Ja, ein sehr schöner Name, finde ich. Rösti, das geht sehr schön von der Zunge. Und jetzt sind wir in den letzten Vorbereitungen, hoffe ich, für das zweite Hauptrennen. Auf jeden Fall jetzt schon mal ein Kandidat für den Vegetator of the Year Award. Ja. Also. Wir sehen jetzt hier auch an Bord bei Rösti. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich Rösti oder Rösti sagen. Ich bleibe mal beim Rösti, das klingt irgendwie anheimender. Passt wahrscheinlich auch besser zu eigentlich Richtung. Und, also müssen sich unsere Schweizer Zuschauer wieder beschweren. Ja, zu Recht aber auch. Bitte so entschuldigen, ich bin Ausländer quasi als Norddeutscher, ich bin da ziemlich außen vor. Ich bin auch nicht viel besser, also mit meinem Ruhrpottdeutsch muss ich hier aufpassen, dass die Leute mich noch in Bayern verstehen. Okay. Ja. So, wir gehen also nochmal durch. Wir sehen also jetzt hier Rösti relativ weit hinten. Vor ihm ist Knacki zu sehen. Davor Robin Frischkopf. Edgar Ostermann. Dennis im Diebels Ford Mondeo ist es, glaube ich. Man kann es nicht genau erkennen. Nein, das ist ein Mercedes natürlich.
Da bin ich wieder. Ha. Michael, herzlich willkommen zurück. Hi, mein Herr. Jetzt sind wir also schon zu dritt hier, das ist ja sehr schön. Wird langsam eng, oder? Jetzt schon auf Eurosport-Niveau vor dem Start. Ja, aber so soll es sein. Wir haben zwei Experten hier, wir haben einen Fahrer, der live von der Rennstrecke kommt. Und wir erwarten jetzt gespannt den Start. Also Force, wie ich gesagt hatte, relativ weit vorne. Man könnte sogar sagen, ganz vorne. Ja, genau. Direkt daneben ihm Edgar Ostermann und rechts daneben schon Patrick Garbe, der sicherlich jetzt sehr nervös sein wird. Denn das ist das erste Mal, dass er weiter vorne ist. Und jetzt ist nicht grünes Licht ist gegeben, es geht los und eine Woche kommt sehr gut weg. Patrick hat den Start und Garbe, muss ich schon von sagen. Force ist ja schon ein Bedrängnis von Ade, der sich mit umsetzt. Edgar Ostermann ist auch schon durch. Osterhase ist schon vorne, so wie ich das sehe, oder? Ja, ist das... Ja, nein, das ist Rheinland, Rheinland ganz, ganz, ganz vorne. Wenig. Ganz vorne ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, der Youngster. Der Kai Felix, der es hier tatsächlich geschafft hat, die Spitzenposition zu erobern. Und ich glaube, dem jungen Mann wird jetzt ganz schön die Pumpe gehen. Nicht nur, dass er Edgar Ostermann in seinem Rückspiegel weiß, das Rennen anzuführen, ist für ihn natürlich schon etwas Besonderes. Und das ist eben das Besondere am zweiten Hauptrennen, dass die Leute, die normalerweise dann im ersten Sprintrennen hinten waren, dann plötzlich ganz vorne sich wiederfinden und sich dann auch in diese Rolle einfügen müssen. Und wir sehen jetzt hier, er verteidigt seine Position. Jetzt kommt Ade von links, Edgar Ostermann von rechts, fahren zu dritt auf die Schikane zu. Und Ade Wachen setzt sich durch. Und Christi Maut, das gibt eine Karambolade. Das war natürlich eine ganz enge Geschichte. Ja, und direkt die nächste Überraschung. Das Feld ist schon wieder so eng beisammen, dass ein kleiner Fehler reicht, dass sofort drei Positionen wechseln. Und auf so einer Strecke mit so unglaublich viel an Auslaufzonen werden wir leider noch häufiger solche Szenen zu sehen bekommen. Aber Michael Zimmer, wie warst du heute auf der Strecke? Kurz für mich. Auch deutlich enger als ich es erwartet habe. Eine Kollision für die erste Runde, das lässt sich auf jeden Fall noch sehen. Weil noch in meinem zweiten Rennen war es auch so, dass ich anführen durfte. Und wie Simon schon sagte, da geht ganz schön die Pumpe, auch wenn es eben nur Pixel sind, die vor einem rumfliegen. Aber hier greift jetzt natürlich mal Robin Frischkopf den jungen Kai Felix an und setzt ihn auch durch. Ja, da sieht man die Erfahrung. Ja, ganz klar. Und da wird es jetzt ganz eng und da gibt das... ist da ganz eng, Mann. Da ist Edgar Ostermann noch hintergelegt. Der versucht jetzt hier wieder wegzukommen. Das ist aber natürlich schwer, denn die anderen hinteren Fahrzeuge kommen natürlich auch noch nach. Das und da findet er sich jetzt schon wieder am Ende. Also das ist natürlich ganz, ganz bitter für Edgar Ostermann, der sich jetzt hier wieder am Ende des Feldes wiederfindet. Genauso eigentlich eine Wiederholung wie schon im ersten Rennen. Und der jetzt schon wieder das Feld von hinten versuchen muss aufzurollen mit seinen 40 Kilo Zusatzgewicht. Das ist natürlich sehr schade. Er hatte Nuss, aber es ist möglich. Also am Montag hat er, glaube ich, auch schon gezeigt, dass er dann sehr viel Geduld und hinfahren kann. Und auch wenn er jetzt schon mehr Kontakt mit der Wand hatte als Michael Wenzel in 2 Jahren, das Rennen ist noch nicht vorbei. Ich weiß, dass er unglaublich schnell und konstant fahren kann und sich oft genug selbst erleben. Jetzt ist es vielleicht eine Situation, wo Robin vorne das Tempo bestimmt, ja, aber genau weiß, dass von hinten einer kommen könnte. Was liegt ja schon wieder in der Verfolgung. Also es ist schon interessant. Also das zweite Hauptrennen ist gerade mal 2 Runden alt und wir haben eigentlich schon wieder fast dieselben Positionen wie im Sprintrennen. Also ist es natürlich manchmal schon so, dass die Schnellen sich dann auch schnell wieder durchsetzen. Wir sehen jetzt Klacki ist auf Position 6, Michael Tröscher auf Position 5. Die haben alle schon Tuchfühlung wieder zur Spitze. Tröscher gerade mal 6 Sekunden Rückstand. Also da geht noch was. Der Tops ist überhaupt noch nicht gelutscht. Gerade wenn sich der Rösti jetzt umdreht,
ganz ungewiss, lässt jetzt zurück und versucht den Wagen wieder umzudrehen. Mit Wheelspin. Das sind jetzt ungefähr 6 bis 8 Sekunden, muss man auch so sehen. Das ja, jetzt sind schon mehr, die Sekunden zählen genau. Und zählen und der kommt nicht vom Fleck. Der muss natürlich sehen, was machen die Hinterherfahrer, denn er kann da nicht einfach wieder reinfahren. Er würde dann auch keinen auswählen. Ich kann nicht sagen, okay, ich nehme die Auslaufzone, wie bei modernen Rennstrecken in der Formel 1. Das ist nun mal quasi so Autobahn, mittlere Spur, links und rechts zwei LKWs und das Ganze dann bei 200 Sachen. Ja, und hier geht jetzt Arne Bachem vorbei an Patrick Garber. Patrick Garber versucht sich hier zur Wehr zu setzen, möchte dann nicht aufgeben. Oh, das geht wieder ganz eng auf die Ganzen. Ich sehe es gleich schon wieder schmoren. Das ist ja also der Kampf um Position 9. Also Arne ist aber mal so ganz schmerzfest, was seine Außenspiegel angeht, oder? Ja, er hat einfach die Außenspiegel auf Wunsch des Rennmechanikers abgebaut. Wie gesagt, ich will davon gar nichts wissen. Ich konzentriere mich nur auf das, was vor mir liegt. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen kann. Ja, gut, hier ist Mercedes wahrscheinlich aus der Partnerschaft mit McLaren entsprungen. Ja, Robin Frischkopf zieht vorne weg. Ja, wenn natürlich Robin Frischkopf erstmal in Fahrt ist und dann auch freie Fahrt hat, dann ist er schwer zu stoppen. Wir haben das im ersten Sprintrennen gesehen, als er nur durch einen Fehler im Endeffekt wirklich dann die Position verloren hat. Wäre dieser Fehler nicht passiert, denke ich, wäre er ein ganz kleiner schnellste Mann gewesen. Wir gehen mal weiter nach vorne. Hier sind wir also Force auf der 8. Vor ihm Edgar Osemann, der sich wieder nach vorne kämpft. Wieder Zweikampf zwischen Jan Felix und Dennis im Diebels Fahrzeug. Wir schauen jetzt mal auf Naki, der seinerseits die Tuchfühlung zu Michael Tröscher sucht. Die beiden trennen im Moment keine Sekunde. Während Michael Tröscher selbst ganz, ganz dicht hinter Jan ist, das glaube ich ist, ja. Und hier versucht sie Nebel zu setzen nach der Schikane. Ist nicht ganz schafft, das reicht es noch nicht, aber die nächste Kurve kommt bestimmt und da hat er die nächste Möglichkeit. Geht hier nach außen, kann natürlich nicht neben ihm durch die Schikane fahren, muss da ein bisschen zurücktreten. Und oh, ganz schwerer Fehler. Ganz, ganz heftiger Einschlag in die Wand. Ja, da muss er doch schon fast in die Box, oder? Ja, möglicherweise. Wir waren mit einem Schadenskodifikator von 20%. Das heißt, dass... Ja doch, dann ist es noch möglich durchzufahren. Das muss er sehen, inwiefern sich da das Fahrverhalten von seinem Fahrzeug, inwiefern das in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wirft ein bisschen nach links ziehen auf der Geraden, aber ansonsten... Ja, muss er sehen. Wenn er halt immer schon nach rechts lenkt, dann dürfte das ja wieder passen. Eben. 20% sind ja noch wirklich sehr hoch. Knacki jetzt also hier in der Mitte. Vor ihm Jan, hinter ihm Michael Tröscher. Da muss er sehen, dass er... Ja... Er muss sehen, wie sich das entwickelt jetzt. Er hat sicherlich die Möglichkeit, nach vorne zu überholen. Ich denke, er wird... Als erfahrener Fahrer, der er nun mal ist, wird er sich sagen, das Rennen dauert noch 30 Minuten. Ich schaue mir das erstmal an und werde erstmal gucken, wo ich schneller bin als mein Vordermann, um dann sich über zu überlegen, wo kann ich vielleicht ihn packen. Also er ist nicht so jemand, der sofort reinsticht im ersten Moment und vielleicht einen Unfall riskiert, sondern er überlegt sich ganz genau, was er macht. Und da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal zurückschauen. Er weiß nicht nur, was er macht, er weiß auch, wann er es macht. Das wäre natürlich interessant, wenn wir später sehen sollten, dass verschiedene Boxstrategien angewendet werden sollten. Wenn überhaupt, dann wird man sicherlich die erfahrenen Piloten noch mal ein, zwei Plätze weiter vorne sehen dürfen. Ja, wobei, ich habe das ja schon Michael dir vorhin gehört, du wolltest ja auf jeden Fall mit Weichenreifen ins Rennen gehen und dementsprechend dann sicherlich auch im zweiten Stint dann mit Weichenreifen fahren, ne? Ja klar, alles andere macht keinen Sinn. Ja, also von daher denke ich mal, also ich wäre überrascht, wenn es die große Unterschiede in der Strategie geben würde. Müssen wir also mal abwarten. Ich weiß, dass Edgar Ostermann auf Hart unterwegs ist. Ja, natürlich, Edgar mag natürlich gerne den Sonderweg gehen. Wenn er das hat er so gesagt. Ja. Ist die Frage, hat er vielleicht nur ein bisschen gepokert, ein bisschen geblufft und müssen wir gleich mal abwarten. Ja. Währenddessen sehen wir, wie vorne Robin Frischkopf einsam seine Runde zieht. Er ist im Moment ganz klar der schnellste Mann im Feld. Er fährt mehr als eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Aber jetzt kommt der Konter von Jan. Ja, da dann jetzt gerade meine Worte schon wieder Vergangenheit werden lassen. Ja, das ist die erste 41er Runde, die ich heute sehe. Und auch Rösti legt hier wieder nach, 1:41,7.
Nochmal ein bisschen schneller. Was natürlich für Kaki wiederum heißt, der jetzt auf 3 ist, schon, ja, dass er da auf jeden Fall auch Gas geben muss, um dran zu bleiben. Aber so wie ich das befürchtet hatte, dass das Scrollman jetzt vorne anfangen kann, ist es nicht. 8 Sekunden waren jetzt auch am Montag nicht allzu viel. Nee, also da kann man noch in RTL Hoffnung machen auf einen spannenden Kampf um die Spitze. Ja, also es bleibt schon, wir haben das auch im ersten Sprintrennen gesehen, dass zuerst Robin Frischbach natürlich vorne wegfuhr, bis dann eben der Fehler passierte. Es ist einfach so, die Fehlerquote auf dieser Strecke ist enorm hoch. Durch die wirklich engen Schikanen, wo es darauf ankommt, so präzise wie möglich zu bremsen, zu lenken. Und das über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten in jeder Runde ist natürlich eine Herausforderung. Und insofern, da ist hier Knacki auch ganz stark im Bedrängnis von Rösti, der da ganz, ganz nah hinten dran ist. Also da kann er jetzt schon, ja, da kann er einfach fast die Heckscheibe putzen. Aber jetzt kommt die letzte Kurve, startet sie gerade. Es kommt drauf an, kann er da im Windschatten bleiben, kann er davon profitieren. Er bleibt dran. Wie wichtig ist es jetzt, sauber vorbeizukommen? Er versucht jetzt natürlich nach innen zu gehen, ja. Aber da reicht es natürlich nicht. Da hat Knacki doch Geschwindigkeitsvorsprung gehabt. Da hat er auch die Position. Das war einfach, muss man sagen, das ist ein Rennmanöver. In der letzten Runde wäre das anders ausgegangen. Jetzt mit 28 Minuten auf der Uhr. Klares Rennmanöver. Nächste Chance kommt sicher. Er hat ja selbst gesehen, wie er da rankam, wie er ranfahren konnte. Ja. Ist als Hinterherfahrer immer schön zu sehen, wenn der Heckflügel des Vordermanns immer, immer breiter wird. Und dann eben die Geduld hat, dann fährt man so ein Rennen eben clever. Oh! Ich glaube, unseren Osterhasel hat es gerade nochmal zerlegt, oder? Ja, so ein bisschen, er küsst halt immer wieder mal die Wand. Es ist natürlich auch so, wenn man einmal in der Wand gelandet ist, dann passiert es auch gerne noch ein zweites und drittes Mal, weil dann der Wagen auch einfach ein bisschen nach links oder rechts zieht, wir haben das schon gesagt. Und dann wird es auf der Bremse leichter. Ja genau, auf der Bremse wird es noch leichter, wird es noch, noch mehr Feingefühl vorher. Abgesehen davon ist dann auch mal irgendwann bei einem sonst unglaublich professionellen Herrn wie Edgar auch der Rhythmus weg, muss man auch so sehen. Der Rhythmus leidet und was natürlich auch leidet, dann sind die Reifen. Denn einmal wirklich sich verbremst und einmal mit quietschenden Reifen um die Kurve und schon sind die Temperaturen ein bisschen zu hoch und schon leidet der Reifen ganz einfach und dann hat er sofort ein bisschen weniger Glück zur Verfügung, gerade im Hinblick auf das noch sehr lange Rennen. Da redet gerade der alte DTM-Turbo-Fahrer aus dir, oder? Ja. Sehr schön. So, also wir sehen jetzt schon, Frischkopf und der Herr Jan haben schon 8 Sekunden zwischen sich. Das heißt 8 Sekunden für Robin und das ist natürlich schon nicht schlecht. Wenn jetzt, muss man sehen, was für Strategien die beiden fahren. Wenn jetzt natürlich Jan vielleicht vorher an die Box geht und da vielleicht an andere Reifen weitergibt als Robin, dann kann das nochmal interessant werden, denn man weiß, dass es so ist beim Wechsel von oder von weichen zu harten Reifen wird weniger Zeit verbraucht für den Reifenwechsel als beim Wechsel auf weiche Reifen. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, wie mir das die Fahrer erzählt haben, da werden einfach dann unterschiedliche Zeiten angesetzt und dann steht man einfach länger in der Box, wenn man auf weiche Reifen wechselt. Edgar Ostermann ist ausgeschieden. Das kann man einfach dann als, oh, als Rage Quit bezeichnen. War jetzt aber auch ein bisschen schnell dran. Da steht er jetzt auch noch verkehrt, in die verkehrte Richtung und muss da umdrehen. Also wie gesagt, die Fehlerquote, es wird ja einfach nur bestätigt, was ich gesagt habe, die Fehlerquote ist einfach hoch. Das Feld ist jetzt relativ zerpflückt. Edgar Ostermann ausgeschieden, Robin Frischkopf geht in die 8. Runde. Und lediglich hier Michael Tröscher und der Jan kämpfen jetzt hier noch.
weil seine Spitze eigentlich konstant zwischen 8 und 9 Sekunden bleibt. Einmal waren wir kurz bei 7, einmal auch schon bei 9. Bisher lässt sich für mich noch nicht wirklich sagen, wer von beiden welche Reifen drauf hat. Okay, jetzt dürften es ein bisschen mehr werden. Und? Oh, ein arg ramponiertes Fahrzeug sehen wir hier. Da sind auf jeden Fall jetzt schon 4 Leute mal ausgeschieden. Und dann sehen wir hier am Ende des Feldes Patrick Garbe, der eine Verfolgung ist von Kai Felix. Also es ist natürlich für die Fahrer zumindest immer noch schöner, wenn sie wenigstens einen Gegner sehen können vor sich, als wenn sie wirklich ein einsames Rennen fahren, wie man so sagt, und weit weg von Gut und Böse sind. Denn du fährst einfach nur noch für die Zeiten und dann passiert schneller mal ein Fehler. Wenn man wirklich einen Gegner vor sich hat, dann ist die Konzentration voll da, man hat ein Ziel vor Augen und das ist wesentlich interessanter, dann das Rennen zu fahren. Was natürlich auch gleichzeitig die Problematik ist für Robin Frischkopf. Also trotz all seiner Erfahrung und all seinem Talent, er muss jetzt natürlich vorne das Tempo hochhalten und darf sich keinen Fehler erlauben, denn dann ist er die Führung und möglicherweise auch den Sieg auf jeden Fall los. Wird ja schon reichen, kleiner Fehler beim Boxenstopp, was Falsches angeklickt. Er wäre nicht der Erste, dem aus Versehen bei trockenem Wetter auf Regenreifen wechselt. Ja, wir sehen das auch in Formel 1, gerade zum einsamen Fahren erzählt hast. Das ist sehr schön erklärt. Allerdings sind sie oft die unspektakulären Rennen für einen Fahrer, die einen ganz weit nach vorne bringen. Wenn man dann mal 2, 3 Runden nicht schaut auf die Tafel und sagt, oh, ich bin auf Platz 4 oder auf 5 sogar. Nur es ist, wie gesagt, ein Konzentrationsspiel, da hast du vollkommen recht. Eine Strecke, die vielleicht ein bisschen markanter ist vom Aussehen her, ist da dann doch einfacher als so ein Betonkanal, bei dem man sich vielleicht an einem Werbeband orientieren könnte. Ja. Definitiv. Hier sieht jede Kurve erstmal so ein bisschen gleich aus. Und wir sehen jetzt hier, wie in Michael Tröscher in der Verfolgung von Jan, FDG Jan. Es bleibt hier eng, also die beiden halten auf jeden Fall einen ganz geringen Abstand zueinander. Dabei muss man sagen, dass es Michi Tröscher im Moment der etwas schnellere ist. Eigentlich der schnellste Mann auf der Strecke. Von den Top 4 ist er im Moment derjenige, der quasi das Potenzial abrufen kann. Und wenn er jetzt eben aufläuft, jetzt auch anders aus. Jetzt entscheidet sich eben Hirn oder Herz. Ja, er war in der letzten Runde knapp 13 schneller als Jan vor ihm. So die Frage, kann er das auch nutzen? Man kann schneller sein, wie man will, wenn man nicht vorbeikommt. Dann bleibt man natürlich auf der Position stecken und kann da schneller sein, wie man will. Oder man kann eben sehr schnell in der Mauer sein. Das haben wir auch heute schon ein paar Mal gesehen in den Situationen. Insofern wäre es vielleicht nicht verkehrt, mal noch 10 Minuten lang daher zu fahren. Aber jetzt in der Situation sind nur noch 2 Leute davor. Wir sind jetzt allerdings auch schon fast bei der Halbzeit angelangt. Dementsprechend erwarte ich für die nächsten Runden definitiv die ersten Boxenstopps. Denn die weichen Reifen dürften bei den meisten, gerade nach diesem spektakulären Rennverlauf, sicherlich schon am Ende sein. Also wenn das ein Anzeichen sein sollte, dass es wirklich an den Reifen liegt, dann ist Robin jetzt schon am Ende seiner Reifen. Ja, noch 90 Sekunden bis zur Halbzeit. Heißt, zwei Sätze auf weich gehen schon mal nicht mit dem Tempo, das er am Anfang vorgelegt hat. Mit konstanten 42er, einige im 41er Bereich. Sehr interessant dann. Also er könnte sich durchaus leisten, erstmal weil der Boxenstopp kürzer ist, auf harte zu wechseln. Sollte er jetzt auf weichen sein? Also das denke ich, dass er auch so viel schneller wie er war. Wenn er da auf hart gewesen wäre, das wäre schon ein hartes Stück. Also. Ein Knaller, ja. Man kann ja eigentlich, das Feld kann man ja von den Zeiten her, sind die Leute auf weichen Reifen unterwegs, vielleicht Knacki auch noch zu Beginn. Edgar ist immer schnell und der Rest fährt eigentlich harte Zeiten. Bleibt abzuwarten. Jetzt eben schön zu sehen, dass wir zumindest eine kleine Kampfgruppe haben unter den ersten 5. Nach dem Boxenstopp dürfte das auch noch mal anders aussehen. Ich sehe jetzt gerade, Knacki ist relativ weit zurückgefahren auf 8. Ja, er war auch schon in der Box, ja.
Kannst du den kleinen Unfall am Ende der Runde? Er hat sich also entschieden, schon recht früh in die Box zu gehen. Und müssen wir mal gucken, wenn er seine Rundenzeiten im Auge behalten. Mal sehen, vielleicht ist er sogar auf die harten Reifen jetzt gegangen, um da möglichst früh in die Box zu gehen und möglichst lange wirklich konstant fahren zu können. Er fährt jetzt im Moment so schnell wie die Spitze. Das wäre schon ein Knaller, wenn er mit dem Zustand des Wagens und den Reifen diese Zeiten fahren würde. Dann müsste er sich ja doppelt in den Hintern beißen. Und bedenkt, was dann möglich gewesen wäre für ihn. Das stimmt. Und das wollen wir alle nicht sehen, wie er sich in den Hintern beißt. Jetzt geht es natürlich abzuwarten. 10 Uhr. Was machen die anderen beim Boxenstopp? Beziehungsweise wann machen sie den Boxenstopp? Vorhin Frischkopf, geht er jetzt in die Box? Ja, er steuert die Box an. Passt auf Befehl. Box gekommen. Seine Rundzeiten hatten sich wieder gefangen. Jetzt wollen wir mal verfolgen, wie lange er da jetzt tatsächlich steht. Also bitte die Stoppuhren zücken, meine Herren. Hol schon mal meine Universaluhr. Ja, aber es ist interessant, wirklich mitzuschauen, wer auf harte oder wer auf weiche wechselt. Genau, und wir sehen jetzt, Jan übernimmt natürlich die Führung. Robin Frischkopf ist zwar noch als Zweiter über die Linie gegangen, aber verliert natürlich diesen zweiten Platz jetzt an Rösti, der da vorbeischießt. Und wir müssen uns jetzt das Boxenteam, das um den Wagen herumwirbelt, mal dazu denken. Aber man kann sicher sein, da wird gewirbelt, denn die Reifen werden auf jeden Fall gewechselt. Der Treibstoff wird nachgetankt. Ich gehe mal davon aus, relativ voll. Also, denn, ja, Robin. Gesagt, jetzt, und jetzt bei der Ausfahrt, jetzt noch mal kurz eng. Ganz los, kein Hamlet machen. Also Robin stand jetzt oder ungefähr 20 Sekunden. Jetzt kommt dahinter auch wieder Tröscher aus der Box. Der so mit. Auch mal schön, wenn wir jemand anders an der Box haben und dann können wir vielleicht gucken, was der Unterschied in der Wechselzeit ist. Und gucken, ob Arnold an die Box fährt. Dann hoffen wir es nochmal. Ja, das sieht nicht so aus. Knapp daneben. Auch Patrick Arnold fährt nicht an die Box. Die warten dann noch ein bisschen anscheinend. Also Michael Tröscher wird mir hier, das haben wir gerade schon gehabt. Da kommt der nächste. Das ist Knacki, der war schon in der Box. Der kann jetzt natürlich so langsam wieder Fahrt aufnehmen. Der Tank ist zwar voll, insofern ist das Auto natürlich schwer und wieder ein bisschen behäbiger, um die Kurven zu fahren. Und auch beim Anbremsen natürlich muss er das Ganze wieder einkalkulieren. Aber dazu ist er erfahren genug, um das zu machen. Also aus der Spitzengruppe waren bisher Robin, Tröscher an der Box. Jetzt kommt Jan. Hier sind wir Jan, ja. Da wollte ich hin. Jetzt übernimmt also Rösti die Führung. Ich denke aber, er wird in der nächsten Runde spätestens auch in die Box kommen. Sollte das noch eine Runde hinauszögern, fange ich an zu glauben, dass er auf harten Reifen unterwegs war. Oder vielleicht ein Zusatz. Oder einen unsichtbaren Mann mit einem fünften Rad, ja. Also die Zeiten werden auf hart natürlich schon wesentlich ein Knaller, die da vorne vorgelegt wurden. Ja, das halte ich von wahrscheinlich. Ich glaube einfach, es ist eine ziemlich lange Zeit, schon auf weichen Reifen zu fahren. Das ist schon sehr, sehr, sehr lang. Wo ordnet er sich jetzt ein, ist die Frage. Da ist er jetzt auf der 4 hinter Michael Tröscher. Michael, meinst du denn, dass 24 Minuten auf weichen Reifen hier möglich sind? Ja, denke ich schon. Also Michael Tröscher und Jan sind hundertprozentig auf weich. Und hier und Robin Patrick auch in die Box. Denke ich. Wir müssen sie eigentlich hoffen, dass sie auf weich unterwegs waren. Ja. Länger als die Halbzeit mit den Anfangskollisionen im Start. Vor allem, wenn man anschaut, dass sie auch vor dem Boxenstopp mit 42 geblieben sind. Das wäre eine unglaubliche Leistung, was das Haushalten angeht. Aber wir haben jetzt also noch 8 Fahrzeuge im Rennen. Kai-Felix Lanik auf der Position 8, davor Knacki, der jetzt aber nochmal wieder eine Position gut machen müsste, da ja Patrick Garber auf jeden Fall in der Box war.
Also er müsste jetzt auf 6 sein, oder Knalli? Ja, also ist definitiv an Patrick vorbei. Vor ihm ist jetzt Arne. Vor Arne wiederum ist Jan, der wiederum ganz dicht dran ist jetzt an Kai Felix. Ich glaube, das ist eine Überrundung, müsste das ja sein. Eine Überrundung, ja. Ist natürlich bitter für den jungen Kai, der das Rennen noch angeführt hat und der sich jetzt als Überrundeter wiederfinden muss, aber so ist der Vermuster natürlich länger zahlen. Das ist hier kein Kaffeekränzchen. Es bedarf schon auch ein bisschen Erfahrung, um da wirklich teilzunehmen. Aber ich denke, er kann da mit ein bisschen mehr Erfahrung auf jeden Fall mithalten. Also er hat schon gezeigt, dass er dadurch auch Talent besitzt. Wir wollen jetzt auch nicht so drunter hauen, dass wir sagen, dass er jemand ist, der für seinen Cockpit bezahlt. Er ist noch im Rennen als Neuling oder als fast Neuling. Das ist auch schon mal was wert. Er hat noch nicht den Mut verloren oder die Nerven. Das Ziel auf seiner Strecke natürlich auch schon. Also wenn er ins Ziel kommt, ist er im Ziel. Immer mehr kann man erstmal nicht erwarten, oder? Gerade auf so einer schwierigen Strecke. Ja, und da würde er definitiv Punkte bekommen. Von daher, die würde er sicherlich auch gerne mitnehmen dann als Achter, wenn er als Achter noch ins Ziel kommt. Allerdings ist es natürlich auch noch nicht gegessen. Also er kann da natürlich nochmal rankommen an Patrick Garbe. Denn auch Patrick ist ja, was seine Erfahrung angeht, mit dem Lenkrad jetzt noch nicht der erfahrenste. Da weiß man nicht, ob da noch ein Fehler passiert. Insgesamt ist das Feld jetzt ziemlich weit auseinander. Also die Boxenstopps haben das Ganze jetzt nochmal ordentlich durcheinander gemischt. Darauf hoffen, dass vielleicht jemand doch nochmal einen zweiten Boxenstopp hinlegt. Oder sich eben Jan und Michi nochmal wieder auf der Strecke begegnen. Ja, Aki möglich ist alles. Glaube ich, nicht mehr an Rösti rankommen, an unseren Rösti. Weil jetzt ganz schön Gas gibt. Ist seit dem Boxenstopp konstant 42er gefahren, jetzt sogar im 41er Bereich. Dann hinter ihm Patrick und Arne werden eine Kampfgruppe, vielleicht nur eine kurze Kampfgruppe, so wie ich Arne kenne. Eigentlich muss man sagen, Kaki auf 5 hat jetzt seine persönliche Schnellzone gefahren. In der letzten 1:41.9. Damit ist er in der letzten Runde auf jeden Fall der schnellste Mann im Feld gewesen. Ja. Also er setzt hier jetzt das, was ich angesprochen hatte, er bringt jetzt seine Erfahrung ins Spiel, denn er weiß, jetzt heißt es Gas geben. Denn jetzt zählt es. Jetzt geht es darum, wirklich Positionen für das letztliche Rennergebnis gut zu machen. Denn viele Minuten sind es nicht mehr zu fahren. Muss ich natürlich ein bisschen darauf hoffen, dass Rösti noch einen Dreher reinbaut oder bei der Überrundung hinten bleibt. Aber ansonsten ist es komplett richtig. Er hat jetzt den letzten Reifensatz drauf. Er hat den Tank ein bisschen leer gefahren. Die Reifen sind warm. Er hat sich dran gewöhnt. Jetzt lässt es eben ordentlich fliegen. Das ist durchaus das, was die Profis auch machen würden an der Stelle. Ja. Und da haben wir auch bestätigt, 1:41.266, Knacki. Oh, das ist ein Knaller. Da fahren wir das doch jetzt mal ein Knaller mit. Das ist eine halbe Sekunde schneller als alles, was vorher gefahren wurde. Von Leuten auf weichen Reifen mit einem etwas stärker geleerten Tank. Jetzt leben noch 12 Minuten im Tank. Und Knacki haut dann eine ziemlich schwache 41 raus. Das ist schon ein Hausmark. Ne? Ja, definitiv. Also da wird es nochmal spannend. Es ist noch knapp 11 Minuten zu fahren. Also knapp 12 eher. Ich würde jetzt ja gerne mal Jan gegen Tröschi sehen. Da ist Jan im Moment der etwas schnellere. Und zu unserer Freude, nicht so sehr zu seiner, hinter Tröschi. Dann hoffe ich doch mal, dass die beiden sich gleich treffen. Das sieht auf jeden Fall so aus, weil ich habe die Vermutung, dass bei Michael Tröscher die Reifen langsam in einem kritischen Bereich sind schon wieder. Beziehungsweise, dass er einfach den Speed noch nicht wieder so gefunden hat nach dem Boxenstopp. Denn auf jeden Fall ist hier im Moment Jan der Schnellere. Oh, jetzt halten wir uns mal eben fest. Die ersten drei sind gerade alles auf 41 gefahren. Ich glaube, da hat Knacki schlafende Hunde geweckt, oder mit seiner Zeit. Es scheint was so, ja. Jetzt haben die beiden natürlich gemerkt, oh. Und natürlich hat es auch auf den Reifen das Grip-Niveau wieder erreicht. Der Tank ist jetzt nicht mehr randvoll. Und jetzt kann man langsam wieder wirklich Fahrt aufnehmen. Jetzt sehen wir aber Rösti, der hier wieder ein bisschen die Wand berührt. Es ist dann einfach wirklich schwer, den Rhythmus aufrechtzuerhalten, gerade wenn er vom Boxenstopp unterbrochen wird. Von Unfällen, von anderen Zwischenfällen. Aber jetzt sind noch 10 Minuten Zeit, sich nochmal wirklich
volle Kanne auf den Punkt zu konzentrieren und dann zu sehen, dass die Rundenzeiten stabil bleiben. Ja, was ist denn dein Tipp? Wer kommt aufs Podium? Also ich sehe gerade hier, du weißt, die jetzt an Jan vorbeizieht. Und von daher, ich glaube aber mal, dass hinter Robin dann Michael Tröscher und ich behaupte mal, dass Jan hier noch wieder vorbeikommen kann. Also ich glaube, das wird das Podium sein. Sollte Rösti sich da halten können, wunderbar, ich träume das zu, aber im Moment sehe ich, dass Jan eigentlich schneller sein sollte. Hätte er nicht eben diesen Fehler gemacht, offensichtlich, sonst wäre Rösti da nicht so einfach vorbeigekommen. Wir haben auch heute Jan etwas konstanter gesehen als Rösti. Ja, definitiv. Die ersten beiden sollten jetzt nach Jans kleinen Fehler durch sein, also Robin und Rösti sollten das jetzt nach Hause fahren können. Können sich eigentlich schon auf 43er erlauben. Also wir bleiben jetzt mal eine halbe Minute auf dem Dritten. Das ist definitiv am spannendsten. Alle anderen haben schon zu große Abstände. Jetzt greift Jan auch wieder an, geht dann vorbei. Ohne große Probleme. Ziemlich früh gegessen. Das ist, sehr, sehr freundlich. Ich hab's gesagt. Also ich wirklich, da ist Jan eigentlich schneller gewesen. Und wer denn diesen Fehler passiert? Nur ist natürlich jetzt die Frage, wer macht jetzt hier den nächsten Fehler? Das könnte sowohl Jan als auch Rösti sein. Und da fahren sie schön miteinander her. Da wird der Windschatten ausgenutzt, aber jetzt natürlich heißt es rechtzeitig Position. Bremsen. Hat er Position David genommen. Da wird es ganz schwer in der Schikane. Da sind die Mauern auch noch näher. Und natürlich kommt es jetzt darauf an, wer kommt am schnellsten durch die zu überrunden. Ja, wobei da ja nicht so viele sind und der Abstand ist mittlerweile immer noch so groß da. So, erstmal müsste es vielleicht noch klappen. Man könnte es klappen, wenn er einen kleinen Fehler macht. Und wir wissen ja, Arne hat einen Rückspiegel, von daher, das könnte nochmal das Zünglein an der Waage werden. Sein McLaren-Design. Sein McLaren-Entwurf im Spiel. Genau, also der Platz um das letzte Plätzchen auf dem Podium ist dann doch schon wirklich ziemlich unterhaltsam. Das nach schon gut 30 Minuten harter Arbeit. Also die Fehlerquote kann natürlich steigen, je länger das Rennen dauert. Die Reifen nachlassen, man schon vielleicht ein bisschen viel im Kopf hat, mag in der Zeit passieren. Trotzdem würde ich mir doch lieber jetzt einen Ausgang wünschen, der wirklich vom fahrerischen Können geschrieben wird und nicht von einem Fehler. Und schon gar nicht von einem Fehler seitens der Strategie, dass man vielleicht doch die falschen Reifen gewählt hat. So Mann gegen Mann, Auto gegen Auto, wäre mir jetzt das Liebste. Ich werde aber auch nicht weinen, wenn wir uns jetzt ein paar Behobene anschauen können. Und da kracht jetzt fast, da wird es ganz, ganz eng. Ja, Jan innen, Rösti außen, da kommt jetzt die nächste Kurve und jetzt die Frage... Jan hat die Linie. Oh, da geht Rösti ganz weit nach außen, Jan kann sie wieder nach innen setzen. Jan hat auch zurückgezogen, er sah, dass es sonst nicht klappt, das war schon relativ fortgeschritten. Ja, aber jetzt ist er wieder fast auf gleicher Höhe mit ihm. Er hat wieder die Innenwaage, soweit ich das sehe, oder? Ja, aber er ist da nicht ganz lange genug dran, da muss er aufpassen, dass er nicht in die Wand fährt. Da hat er ein bisschen zu lange gezögert, vom Gas zu gehen, und dann hat er eben hinten überbremst, verliert jetzt wieder was. Aber man sieht, dass er eben sich schon dreimal überlegt, wo er hineinstechen möchte. Aber man sieht auf jeden Fall, er möchte hineinstechen, und zwar überall, wo es so geht. Er ist natürlich so, dass er Blockpass setzen kann, sodass man nicht kontern kann, wie Schwung. Allerdings hat Rösti auch gezeigt, dass er auf der Außenbahn ziemlich gut dagegen halten kann. Was in 90-Grad-Kurven mal nicht das Einfachste ist. Und jetzt kommt eine neue Runde. Jetzt sammelt Jan wieder seine Kräfte, holt Schwung. Er lädt die Laser auf. Kommt die lange gerade. Und man sieht hier, dass er da beim Anbremsen auf jeden Fall ganz gut rankommt. Also er bremst da auf der allerletzten Rille. Er nimmt auch ziemlich viel Schwung mit, weil dieser Effekt eben beim Beschleunigen nicht umgekehrt wird. Jetzt ist er schon wieder dran auf der langen Gerade. Ja, also man erreicht hier in der Spitze so knapp 250. Und da dreht er sich weg. Ärgerlich. Schade, da ist Heck weggerutscht in der Schikane. Das heißt natürlich, für Rösti einmal tief durchatmen. Ja, für zumindest 2-3 Minuten. Und während es die Knacke jetzt heißt, wie wir sehen, der jetzt von Robin durch das Ziel überrundet wurde. Und ja, durchaus hin. Hinter ihm ist dann eben Patrick Garbe. Also hier ein Duell.
Das kommt ja von zwei Fahrern, die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Naki war nochmal an der Box. Ich meine, er war ja relativ komfortabel auf Platz 5, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist ja wieder erst kurz vor Patrick Gabel. Doch irgendwas an der Box gewesen sein. Tatsache, zweimal Boxenstopp, ja. Das ist natürlich. Das war in der letzten Rundenlage gerade drin. Bei 19. Da war wahrscheinlich irgendwas am Auto kaputt, muss man von ausgehen. Oder der Tank hat gepennt. Könnte mal jemand kurz Robin anrufen und sagen, dass er auf das Geschwindigkeitslimit achten soll? Also er fährt gerade eine Zehntelsekunde langsamer, oder nicht mal eine Zehntelsekunde langsamer als seine schnellste Runde. Das, obwohl er 8 Sekunden Vorsprung hat. Ich glaube, das wird schwer, wenn er einmal in Fahrt ist, dann ist er nicht aufzuhalten. Und hier sehen wir den nächsten Boxenstopp. Oh. Das ist natürlich bitter, denn damit sind sämtliche Chancen für Knacki, da noch irgendwas zu reißen, natürlich am Ende. Also er kann jetzt noch, er hat glaube ich auch eine Runde Vorsprung. Da schauen wir mal, er ist gerade über die Linie gekommen. Weil ich gerade sehe, dass unser Jüngling Kai Felix disqualifiziert wurde. Kann ja nicht ganz stimmen, er war als Achter unterwegs und noch vom Rennen. Zwei Boxenstopps auch bei ihm, da müssen wir nachher mal sehen, was da passiert ist. Er ist wahrscheinlich vor vier Runden disqualifiziert, das kenne ich. Er ist ja relativ alleine gefahren. Er könnte vielleicht eine blaue Flagge übersehen haben, aber da müssen wir mal nach dem Rennen direkt mal die Mikrofone ausfahren. Weil das ist seltsam, er war eindeutig auf 8 unterwegs. Kann natürlich auch sein, dass er bei der Einfahrt zu schnell war und dann die Zeitstrafe ignoriert hat oder nicht einhalten konnte, wie auch immer. Wäre natürlich etwas, was wirklich mangelnde Erfahrung zu beschreiben. Arne küsst hier wieder die innere Mauer, das ist ihm heute schon mal passiert. Ahnung, die Streichleinheiten also. Ihre Mutter kann es einfach nicht lassen. Ja, das ist schade, also jetzt hier Knacki natürlich ohne jegliche Chancen auf irgendwas. Ist hier ziemlich am Ende. Gut, also der. Da bleibt nur noch das Duell Arne gegen Patrick. Leider ist mir für Patrick gut, da muss ich eigentlich sagen, von dem, was ich heute gesehen habe, wird das kein Duell sein, sondern ein Randfahren. Gleichzeitiges Vorbeifahren von Arne. Möglicherweise, man weiß nicht. Also Patrick Gabe ist ein Mann, der unglaublich viel Erfahrung hat. Er kommt aus dem Bereich Grand Prix 4, ist da sehr gut und sehr schnell gefahren und hat es, wie ich schon mal erwähnt habe, dann geschafft, im letzten Rennen komplett ein Rennen mit Tastatur zu bestreiten. Ja, kein Witz mit Tastatur. Das heißt, Fingerkrämpfe, ja. Blutende Zehen, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ob er mit Gummihandschuhen gespielt hat oder man weiß es nicht, aber er hat es geschafft. Also hat er so Fingerhütchen von den Schneiderinnen. Ja, und ist jetzt auf jeden Fall hier das erste Mal mit dem Lenkrad unterwegs und also Hut ab. Hat auf jeden Fall toll gekämpft. Da muss man ja schon fast auf Holz klopfen, wenn man überlegt, dass das nicht gerade eine kurze Distanz ist mit der Tastatur. Aller Ehrenwert. Also Applaus an Patrick auf jeden Fall für die Nummer. Und ich weiß aus Erfahrung, dass der Umstieg von Lenkrad und Tastatur manchmal am Anfang ein bisschen hakelig ist. Aber wer es mit einer Tastatur schafft, der sollte auch mit einem Lenkrad schnell sein. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben in der Zukunft. So, Arne hat sich dann jetzt vorbei geahnt. Ja, und ist jetzt hier in der Jan und das ist Knacki. Aber auch nur optisch, befürchte ich. Auf jeden Fall möchte Knacki auf jeden Fall hinter Jan bleiben und will sich da auf jeden Fall. Er ist natürlich froh, dass er jetzt nochmal jemanden vor sich hat, mit dem man ein bisschen kämpfen kann. Ich möchte ihm ja fast unterstellen, dass er jetzt Spionage betreibt und nicht in die Fuhre des Vordermanns einträgt, aber im Rennen hat er andere Sachen im Kopf als Ingenieurstechnik. Höchstwahrscheinlich, ja. Wir haben jetzt noch knapp eine Minute und auch wenn jetzt hier Michael Tröscher noch mal ein bisschen Zeit gut macht, sind es nur noch 0,2 Sekunden hinter Robin, dem Führenden. Kommt jetzt aber der Konter und ich denke, das wird jetzt mit 24 Runden zu Ende gehen, das sind zwei Umläufe, 5 Sekunden, da kann Robin jetzt eigentlich schon anfangen, sich die Augenbrauen zu zupfen, den Bart abzustreichen, den Rennoverall zu richten. Möglicherweise lässt er auch schon mal durchfunken, dass der Champagner kalt gestellt werden kann, wenn das noch nicht passiert sein sollte. Robin ist ja Profi genug, das schon längst getan zu haben. Auch wenn er es nach dem Starter.
So geht also dieses Rennen am Ende, dieses spannende Rennen, ja, reich zu Ende. Jedoch würdig zu Ende, wie ich sagen möchte. Also, aber einiges in Aktion. Wir haben eigentlich 8 Fahrzeuge im Ziel. 13, das ist eine gute Quote. Schade für Kai Felix. Trotzdem waren da doch sehr unterhaltsame Szenen dabei. Abgesehen vom Spaßfaktor der Formel 1 war das hier auch ein Rennen, bei dem sehr viele Fahrer, also Robin, Michi und vor allem Knacki, sind mir nur aufgefallen, eben mit Konstanz überzeugt haben. Dann vielleicht nicht so spektakulär aus, aber ist auch deutlich zu verbuchen. 40 Minuten lang gerundet wird. Wir sehen jetzt nochmal die Zebra von Ron Fischbach, der jetzt hier eben als erster würde sie ihn fährt, das zweite Ausgang und danach sofort die Abkürzung durch die Wand nehmen möchte. Da ist dann wohl der Kühlschrank für den Champagner. Dahinter haben wir zwei, der Michael Tröscher, der hier zwei absolut solide Rennen abgeliefert hat. Auf der 3 Rashid, der sich auf jeden Fall behauptet hat am Ende gegen Jan, entgegen meiner Aussage. Ja gut, aber mit den Fern konnte man nicht rechnen und dann muss man sagen, Rösti ist das Solide zu Ende gefahren mit konstanten Zeiten. Und Jan hat ja dann auch ab und an nochmal vielleicht mal einen Verbremser drin, wenn man sich die Zeiten anschaut. Trotzdem, also für mich ein verdienter dritter Platz für Rösti aufgrund der letzten 5 Runden. Gratulation an alle, die ins Ziel gekommen sind. Dann warten wir mal auf die Interviews. Und vor allem muss man hier schon mal gratulieren, denn ich denke, damit hat Robin Fischkopf seine Ambitionen, den Titel dieses Jahr zu gewinnen, massivst unterstützt, denn er ist jetzt damit mit, lass mich kurz rechnen, erzähl dir was, rechne erstmal. Du rechnest dir erstmal, ich bin gespannt, was da rauskommt. Muss ich aber auch sagen, ich kann dir leider nicht helfen, da ich leider absolut mathematisch unbegabt bin, was das angeht. Klingt aber so, als hätte Robin jetzt schon mal wieder bisschen Distanz zwischen sich und die Verfolger gelegt mit einem absolut soliden Lauf. Vielleicht ja, also sogar zu Fall, einfach. Er nimmt auf jeden Fall aus Servus Paradise 13 Punkte mit. Er hat die Pole Position geholt, er hat das Rennen gewonnen, das Hauptrennen, das heißt 13 Punkte. Ja. Damit ist er bei 126. Und da noch Streichergebnisse dazu kommen. Für die anderen, für ihn nicht mehr so sehr, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist damit eigentlich der Tropf gelutscht. Und ja, allerdings bleibt es dahinter spannend. Also da kann es immer noch um Positionskämpfe gehen und da sind immer noch 2 Rennen zu fahren und die Jungs sind immer noch heiß. Und ja, wollen wir gucken, wen wir gleich dann zuerst als Interviewpartner holen. Möchtest du, Kiki, vielleicht mal rübergehen und die Jungs fragen, wer da zuerst kommen möchte? Ja klar, ich bin unterwegs. Wunderbar. Schauen wir mal. Ja, ich darf nochmal mich bei Michael bedanken. Du bist noch da, ne? Ja. Ja, ich darf noch bedanken, dass du so schnell zurückgekommen bist. Natürlich schade, dass das für dich so schlecht gelaufen ist. Aber ich denke, so alles in allem haben wir ja trotzdem interessantes Rennen gesehen, oder? Absolut, wie immer. Ja, also das ist definitiv ein sehr, sehr hohes Niveau hier. So, ich habe die Leute mal eingeladen. Ihr hört es, glaube ich, schon die ganze Zeit durch die Ansagen. Wir begrüßen jetzt also den Gewinner Robin Frischkopf. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ein paar Worte. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du sehr erschöpft? Wie war das Rennen aus deiner Sicht? Wie ist das verlaufen? Nein, ich bin eigentlich ganz relaxed. Also die ersten Runden waren natürlich die Schlüsselrunden. Ich hatte einen sehr, sehr guten Start erwischt diesmal. Konnte gleich von irgendwie 12 auf 5 vorfahren. Und dann hatte der Edgar leider sehr viel Pech mit einem Fahrer und der wäre mir nämlich noch richtig gefährlich geworden. Der hatte nämlich die harten